willkommen zurück zum Talos Principle. Wir sind schon nahe dem Ende und Alexandra hat was Neues für uns. Ein Spiegel. Es geht hier nur um Stolz, oder? Die Aufzeichnung dieser willkürlichen Gedanken, diese Briefe an die Zukunft. Nichts als ein verzweifelter Griff nach Unsterblichkeit. Aber du solltest wissen, ja, das alles war meine Idee, mein Projekt. Aber so viele Menschen haben geholfen. Menschen, die ich nicht... Nein! Habe keine Angst zu zweifeln. Menschen, die ich nie getroffen habe. Menschen, die Dinge tun können, die ich nicht einmal verstehe. Dinge, für die ich, sollten wir Erfolg haben, wenn das hier jemand hört, wirklich keine Anerkennung verlangen darf. Was wir erreicht haben, haben wir zusammen erreicht. Und wenn wir gescheitert sind, dann ist es egal. Okay, sehr motivierend, Alexandra. Du hast das mit der Motivationsrede echt drauf. Hollala, wunderschön, die Drachen hier. I like. Aha, hier ist noch eine Botschaft. Es gibt keine Realität. Orte lügen. Bilder sind Soldaten. Die Diktatur der Sinne. Sogar diese Wörter sind Teil meiner Unterdrückung. Mache das Gehirn rückgängig. Alles sollte vernichtet werden. Das ist mein Traum. Mein. Er muss meinen Gesetzen folgen. Ich weigere mich, eure Realität zu akzeptieren. Der Typ da wird langsam etwas wahnsinnig. Zweibahnstraße heißt mein nächster Level. Guck mal kurz, wann ich die Aufnahme angefangen habe. Ah ja. Zweibahnstraße, das ist also der Ausgang hier. Sehr viele Fenster wieder, allerdings alle etwas hoch angesiedelt. Hier haben wir ein Hilfesystem, das ich nicht benutzen möchte. Hier haben wir ein paar Gräber, auf die ich nicht draufhüpfen kann. Ein Durchgang. Wo geht das denn alles hin hier? Das ist ja verwinkelt. Und ein Jammer, okay. Ein Jammer ist das mal wieder hier. Okay, mein Freund, mach dir nicht zu viele Gedanken. Geh einfach. Einfach tun, nicht denken. Ein zweiter Jammer. Ein Schloss ohne Schlüssel. Ich könnte jetzt meinen anderen Jammer holen und ich glaube, das muss ich auch tun. Hoffentlich bringt mich nicht die Ungeduld um. Ah, die Ungeduld bringt mich beinahe um. So. Und so. Gut, dann hätten wir die Gemma hier durch. Und zwar beide. Ist hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Ah, der Klassiker. Das haben wir alles schon mal gehabt. Das sind ja alte Hüte. Da ist der Schlüssel. Was, welches habe ich ausgemacht? Das da, oder? Den Jammer hier kann ich wieder mitnehmen. Und dann kann ich hier rein und mir den Schlüssel holen. So weit, so gut. Okay, dann müssen wir weiter zum Durchgang hier drüben. Das sollte auch gut machbar sein. Ich nehme natürlich meine beiden Jammer mit. So. Und dann müssen wir das Ding ausschalten. Das ist alles so hier. Das ist wirklich so ein Denk-nicht-nach-Level bis jetzt gewesen. Und scheint auch so zu bleiben, denn da drüben ist das Puzzleteil. Das war angenehm. Anwendung einer alten Technik. Nimm deine Jammer überall hin mit. Kann ich sie hier bis zur Vollendung vollführen?
und den auch noch ein weiteres Stück mitnehmen? Ich fürchte nicht. Ich fürchte nicht. Stört der? Vielleicht sollte ich mir erst das Puzzleteil holen, bevor ich hier weiter experimentiere. Man will ja nicht am Ende versterben. Bringt mir aber was, den Jammer hier mit rauszunehmen? Ich glaube auch nicht. Nee, nee, sieht nicht so aus, als würde das gehen. Okay. Dann war das Nummer 1. Auf zu Nummer 2. Würde sagen, im Uhrzeigersinn. Weitschweifigkeit. Okay. Wieder ein Hilfesystem. Strombedarf. Keine versteckten Hebel. Wenn ich jetzt einen übersehen habe, dann lache ich aber. Ein Durchgang, von dem aus ich nicht auf dieses blaue Ding hier schießen kann. Aber hier gibt es ja auch einen Jammer, den kann ich mal wieder aufstellen. Warum steht denn der da so unbeweglich da? Den muss ich dann ja jammen, damit der nicht mir in die Quere kommt. Okay, jetzt kann ich hier durch. Und von hier aus, okay, das wird wieder so ein Laserspaß. Ich sehe die Tore. Ich muss alles offen halten bis zum Ende. Okay, die Kiste. Und für die Kiste hätte ich schon mal eine Verwendung. Aber bevor ich die anwende... Ja, okay. Ganz offensichtlich muss die Kiste natürlich hier drauf stehen. Könnte man denken. Und man hätte auch recht damit. So, jetzt können wir natürlich irgendwas jammen hier. Und zwar habe ich noch kein drittes Verbindungsstück, richtig? Um da hinten hinzuschießen. Das heißt, um einen Laser hier reinzubringen, müsste ich mich ganz schön verbiegen. Stattdessen jamme ich das einfach. Und guck erstmal, was dahinter liegt. Da wäre das nächste Tor. Wenn ich es bis dahin schaffen würde, bräuchte ich Strom, den ich da drüben sehen kann. Okay, den muss ich besorgen. Das heißt, ich muss den Jammer nochmal mitnehmen. Ich jamme das Tor von dieser Seite aus. Und dann kann ich das Ding hier umstellen. So dass ich da vorne durchschauen kann. Vielleicht hier so. Das müsste doch... Von wo aus habe ich geschaut? Nee. Ach, hier durch wollte ich. Also muss es irgendwo da ganz nah am Eck stehen. Das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, da habe ich keinen Blick. Oder? Ich probiere es mal aus. Könnte knapp reichen. Wenn nicht, muss ich dann nochmal umstellen. Ja, das könnte knapp reichen. Super! Okay. Jetzt würde ich gerne meinen Jammer irgendwie mitnehmen. Weil das hier geht auch. Ach ja. Ja, wie gesagt, jetzt würde ich gerne meinen Jammer mitnehmen. Außerdem ist hier ein sehr, sehr verdächtiges Fenster und da hinten ist der Stern des Levels. Okay, ich habe ja gesagt, den muss ich auf jeden Fall jammen. Da sehe ich jetzt keine andere Möglichkeit. Außer ich schaffe es irgendwie auf die Mauer zu klettern und all das hier zu umgehen. Und außerdem muss ich zusätzlich noch Strom hier reinbringen. Was mir recht knifflig erscheint. So, angenommen, ich kriege jetzt meinen Strom von da drüben. Dann könnte ich mir den da mitnehmen, solange ich es schaffe, meinen Jammer hier wieder zu bekommen. Dafür müsste ich allerdings kurzfristig das Tor hier
auf einem anderen Weg offen halten. Ich meine natürlich das Tor hier. Und das ist gerade noch problematisch. Da muss ich möglicherweise noch einmal zurückrudern, bis ich das schaffe. Ich will sagen, ich muss hier nochmal öffnen. Und dieses Teil hier abstellen. Selbst das reicht eigentlich nicht. Selbst das reicht eigentlich nicht. Wenn ich das tatsächlich... Ich muss das ja... Also, logisch gedacht, wenn ich da durchkommen möchte mit meinem Jammer, muss ich das irgendwie mit dem Laser aufhalten. Und das könnte ich... Okay, ja, das könnte ich von hier hinten machen. Okay. Das können wir ausprobieren. Dann wäre das eine Verbindung hier und hier von hier. Ja, okay. Und jetzt kann ich das von der anderen Seite jammen. Wunderbar. Und dann... Nee, halt, das funktioniert immer noch nicht. Funktioniert immer noch nicht ganz so. Weil ich jetzt natürlich dieses Tor nicht durchkomme. In dem Moment, wo ich hier was wegnehme, zerfällt mir alles. Okay, Moment. Das haben wir gleich. Ich arbeite mich hier mal vor. Vielleicht reicht mir ja ein Connector. So, jetzt kann ich das Ding jammen. Und ich kann das Tor jammen. Aber an dem komme ich nicht vorbei. Das heißt, ich müsste tatsächlich meinen dritten Connector noch nicht hier reinbringen. Das wird schwierig. Oh, das wird lästig. Ich sehe nämlich nicht den Weg gerade, wie ich das Tor da drüben, das hinterste Tor. Eins weiter, nicht das, auf das ich gerade geschaut habe. Ich dieses Tor hier offen halten soll. Und dabei zwei Konnektoren durchschmuggeln. Und natürlich den Jammer. Weil ich kann das nicht von hinten öffnen. Wenn ich das von hinten öffnen könnte, wäre das alles überhaupt kein Problem. Dann wären wir schon längst fertig mit dem Level hier. Oh, was schreibt mir denn hier? Ah, Sam Entity hier. Untauglich für den Zweck. Letzter Speicherauszug. Ah! Oh! Programmabkömmlinge? Alle. So, die Klettermöglichkeiten sind mal wieder beschränkt hier. Ich will jetzt eigentlich nicht zurückrudern und alles nochmal zurücktransportieren, weil ich sehe noch nicht, wie es mich weiterbringt. Und mich würde natürlich auch sehr dieser Stern da drüben interessieren. Ja, hier komme ich definitiv nicht vorbei. Alles, was ich bräuchte, wäre ein... Ich bin so nah dran, habe ich das Gefühl. Und der letzte Teil entzieht sich mir. Kann ich irgendwie mit zwei Lasern das Ding hier öffnen? Und irgendwie muss es ja gehen.
Das da kann ich halt auch nicht richtig sehen. Ah, hier ist noch ein Fenster. Das könnte helfen, ja. Das könnte helfen. Dafür müsste dann natürlich... dieses Teil hier deutlich weiter nach hinten, als es gerade steht. Das müsste dann so ungefähr hier hin. Oder noch besser, vielleicht hier hin. Und dann bräuchte ich meinen Connector hier. Ja. Ja, okay, das Fenster war es, was mir bis jetzt gefehlt hat. Das heißt, jetzt kann ich nämlich hier jammen und mir den da holen. Und dann kann ich das hier von hinten jammen und anfangen, die Teile hier reinzuschaffen. Jetzt hoffe ich noch, dass ich den da noch sehen kann, ne? Ich kann nicht. Nein! Aber wobei, das geht. Das kriegen wir hin. Kein Problem. Denn wir haben eine Möglichkeit, hier rumzuschauen. Und dann können wir das kurzfristig aufjammen, bis dieses Problem sich hier von selbst erledigt hat. So. 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 Das war echt knifflig gegen Ende hin, muss ich zugeben. Das letzte Stück, glaube ich, habe einfach das eine Fenster übersehen. Und hier hat man ein paar recht scharfe Winkel, die man einhalten muss, um da durchzukommen. Aha. Hier ist doch glatt ein Löchlein. Was ist das denn? Ein Schwert? Was? Sind wir jetzt in Minecraft oder was? Also hier ist der Stern und da kann ich aber keinen Strom gebrauchen. Jetzt irgendwie gedacht, dass ich hier Strom reinschicken muss, um an den Stern ranzukommen. Sieht aber eigentlich nicht so aus. Andererseits habe ich eine sehr präzise Vorstellung davon, was ich mit dem Schwert machen kann. Deswegen möchte ich das doch gerade mal ausprobieren. Denn es gab hier doch... Komme ich damit hier durch? Ja, es gab hier doch... Kraut und Rüben. Hier. Aha! Ein Achievement gibt's auch dafür. So, und lesen kann ich es jetzt immer noch nicht. Jetzt probieren wir das nochmal mit dem Handy. Wozu hat man denn ein Smartphone heutzutage? Hier steht... Wie niste of dir... Und was heißt es? Wie niste of dir? Ist auch entweder eine andere Sprache oder irgendwie ein Anagramm. Sieht nicht aus wie ein Anagramm. Ich werde das durch Google Translate jagen, aber nicht jetzt. So, was kann ich denn mit meinem Schwert hier dann noch machen? Darf sich da noch mehr Geheimnisse verbergen? Da bin ich ja mal gespannt. Auf jeden Fall haben wir noch ein Puzzle hier. Nämlich dieses. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Ich leg das Schwert mal hier ab. Und wenn ihr irgendwo Ranken seht, die ich eurer Meinung nach zerhacken kann, sagt mir auf jeden Fall sofort Bescheid. Heißt das dann, dass ich in dem Wüstenlevel auch irgendwo so ein Schwert finden muss? Weil ich konnte ja die Axt nicht in die Levels mit reinnehmen. Okay, also hier ist auf jeden Fall der Ausgang.
Und dann haben wir hier einen langen, langen Laufweg. Wo wir das Ding hier jammen müssten. Ja, also das ist wieder so ein, das ist wieder so ein Ding. Okay, was ist das Maximale, was ich auf einmal aufmachen kann? Angenommen, ich jamme das hier von innen. Dann könnte ich zum Beispiel das hier so aufstellen. Dann wären wir schon ziemlich weit. So, das würde ich einfach mal ausprobieren. Ich guck, das mit diesen Rückspuldingern muss man eigentlich irgendwie... Ich finde das schwer, sich das im Voraus vorzustellen. Ich muss das immer ausprobieren. So, ich kann jetzt hier alles mitnehmen. Und alles bleibt so, wie es ist. Offen, wollte ich sagen. Stimmt aber gar nicht. Wenn ich den Jammer nehme, ist Sensel. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Hey! Vielleicht hätte ich noch durchlaufen sollen und mich hier auf den Button stellen. Das wäre ganz gut gewesen. Dann wäre ich jetzt schon eine Zone weiter. Und gleich verschwindet der ganze Kram. Oh ja. Oh, ja, hier ist der Zugang zum Stern. Alles klar. Das hätten wir mal gefunden. Fragt sich noch, wie man es öffnet. Muss man irgendwie Strom rüberkriegen hierher? Das gestaltet sich ganz spannend. Den Strom kriege ich wahrscheinlich nicht so einfach hier rein. Ich werde mir das später anschauen. Für den Moment muss ich hier einmal zurückspulen. Glaube ich. Einmal auf Anfang und dann müssten wir das jetzt hinkriegen. Jetzt habe ich eine Vorstellung davon, was ich hier tue. Im zweiten Mal ist es immer leichter. So, das so rumjammen. Das hier wieder aufnehmen. So. Hier abstellen. Das hier am besten hier jammen. So. Und wie war das? Weiter kam ich nicht, ne? So weit komme ich vom Start aus. Jetzt starten wir eine Aufnahme, bei der ich dann eigentlich nur noch hier draufstehen muss und dann ist alles gut. Und zwar muss ich wahrscheinlich eine Weile hier stehen. Also, irgendjemand hat behauptet, es gibt eine Vorspulentaste hier. Ich habe aber nicht nachgeschaut, wie die funktioniert. Entsprechend stehe ich jetzt einfach mal eine Weile hier. Vielleicht bewege ich mich ein bisschen mehr an den Rand. Meine Erwartung ist, dass ich dann vorbeischießen möchte an dieser Seite, auf dieser Seite. Das muss ich mir gut merken. So zeitlich sollte das doch eigentlich schon machbar sein, oder? Ja, ich glaube schon. Ich bin ja flott und weiß, was ich tue. So, das heißt, wir nehmen das Ding mit. Und den Jammer mit. Und dann müssen wir das Ding hier mit verbinden. Ah, mein Geist steht mir im Weg. Komm schon, beweg dich bis... Ja, danke. Deswegen habe ich mich zur Seite gestellt. War doch klug. So, ich kann das hier natürlich einfach jammen. Dann komme ich aber noch nicht an den Stern ran. Und ich kann auch nicht die gesamte Rückwärtsstrecke geöffnet halten, wenn ich das hier richtig sehe. Guck mal. Nein! Was? Ach, das steht da drauf. Ach, ja. Ja. Soweit noch kein Problem. Wir können das hier jammen, wir können das hier öffnen. Und dann... Ja, und das, was mir fehlt, ist, dass von da drüben nicht der Stern hier gejumpt werden muss.
Oh. Und weil ich hier nicht anders... Obwohl, vielleicht ist das auch nachher wieder ein Zugang. Dann kann ich alles verstehen lassen, wie es gerade ist. Das wäre ganz nett. Ist hier hinten aufgegangen? Ja, super. Super. Dann muss ich ja lediglich in das Rätsel hier... Welches war das denn jetzt überhaupt? Das hier? Ja, das hier. Und wo war der Jammer? Da war er. Dann muss ich lediglich hier durch und dieses Tor da jammen. Und dann haben wir den Stern schon. Ha! So langsam werde ich besser in den Sternen oder die Sterne werden einfacher als den Ball. Hüppada, hoppada, hopp. Ist auf jeden Fall sehr nett, dass man hier den Level nicht nochmal machen muss, sondern einfach durchgehen kann. Tschading! Ich glaube, damit sind wir vollständig fertig mit der Welt hier. Ich glaube, damit haben wir hier alles erledigt. Und gerade so an der Folgengrenze. Oder? Haben wir was vergessen? Nee, das war's schon. Gucken wir mal, ob Papa was zu sagen hat. Papa schweigt sich aus. Dann bleibt uns beim nächsten Mal nur noch die 7 übrig. Und dann wird sich dieses große Tor hier für uns öffnen. Hoffe ich zumindest. Okay, alles klar. Dann bis dann. Tschüss.